Professor Sanders kann heute leider krankheitsbedingt nicht die Vorlesung machen, deshalb mache ich die heute. Okay, genau, wie gesagt, Professor Sanders heute leider nicht da. Ich bin einer von den beiden, die da noch drunter stehen. Mein Name ist Demian Hespe. Ich halte dann auch zumindest für diesen Monat noch die Übung. Danach müssen wir mal gucken, wer sie dann hält. Lauter? Näher ans Mikrofon? Ansonsten geht's so? Ich weiß nicht, von wo das lauter gerade kam. Alles klar. So, gut. Gestern hat Professor Sanders hier ein bisschen angefangen mit Einführung und Algorithm Engineering. Das wird er dann wahrscheinlich nächste Woche weitermachen. Wir fangen jetzt heute mit dem nächsten Kapitel danach an, was wir heute hoffentlich durchkriegen. Mal sehen. Genau, achso, ansonsten gibt es irgendwie organisatorisch erstmal noch Fragen zu dem, was Herr Sanders gestern erzählt hat. Die Vorlesung wird aufgezeichnet, wie man diesem roten Lämpchen erkennen kann. Also wenn ihr irgendwie Fragen stellt oder sowas, muss euch klar sein, dass das eventuell ganz leise dann auf YouTube zu hören ist. Den Link zu der Aufzeichnung, sobald die das auf YouTube hochgeladen haben und es dann da also einen Link für die Playlist gibt, werde ich das auch auf die Vorlesungswebseite stellen. Ansonsten, es gibt ein Elias-Forum, das ist auch auf der Vorlesungswebseite und das ist anonymisiert, damit ihr euch trauen könnt, da Fragen zu stellen oder wie auch immer. Genau. Dann fangen wir nämlich heute mit fortgeschrittenen Datenstrukturen an. Und zwar, was wir da betrachten werden, sind Prioritätslisten. Es gibt eine ganze Menge andere. Es kommen auch noch fortgeschrittene Datenstrukturen für andere Anwendungen später noch. Aber heute gucken wir uns jetzt, wie gesagt, Prioritätslisten an. Genau, was gibt es da noch? Es gibt ansonsten noch irgendwie Spezialfälle von Prioritätslisten, das sind monotone ganzzahlige Prioritätslisten. Ja, wenn wir also nur ganzzahlige Werte haben und die Werte nur in eine Richtung sich entwickeln können, also je nachdem, ob wir Minimum oder Maximum in unserer Prioritätsliste haben wollen, das werden wir dann im Kapitel Kürzeste Wege, werden wir dann noch mehr zu sehen. Ansonsten gibt es im Buch auch noch andere Beispiele zu fortgeschrittenen Datenstrukturen, zum Beispiel perfektes Hashing, Suchbäume, die noch andere Operationen unterstützen. Und in der Vorlesung werden später dann auch noch externe Prioritätslisten angeguckt. Das heißt, da werden wir dann betrachten, was können wir noch machen, wenn unsere Prioritätsliste so groß ist, dass sie überhaupt nicht mehr in den Speicher passt. Ja, dann müssen wir irgendwie auf Festplatten oder SSDs oder was auch immer, Magnetbänder zurückgreifen. Magnetbänder funktionieren nicht. Aber genau darum wird es dann gehen. Und geometrische Strukturen werden dann später auch noch drankommen, mit denen man dann bestimmte Algorithmen, die auf irgendwelchen geometrischen Strukturen arbeiten, unterstützen kann und damit beschleunigen kann. Was wir jetzt haben wollen, genau, das wäre vielleicht ganz interessant, wie das so vom Semester her ist, wie lange Algo 1 her ist. Wer ist denn im Moment, wann hört man Algo 1 im zweiten Semester? Wer ist im dritten Semester jetzt? Und wer ist in einem höheren Semester, um zu checken, wer sich überhaupt meldet? Okay, dann versuche ich noch mal ein bisschen aufzugreifen, was da noch mal in Algo 1 zu erzählt wurde zu den Themen. Okay, also wir wollen Prioritätslisten. Was war das noch mal? Ja, das sind irgendwie so Datenstrukturen und die unterstützen, dass wir Elemente da reintun und die haben irgendwie einen Key. Das ist zum Beispiel irgendwie ein Dijkstras Algorithmus, wenn ihr euch daran erinnert, das war so ein kürzeste Wege Algorithmus. Und da wollte man immer den Knoten aus einer Datenstruktur rausziehen, der zurzeit die minimale Distanz hatte. Und da haben sich die Distanzen, die müssen sich dann da auch irgendwie ändern können. Dijkstra kam in Algorithmen 1 dran. Ist das richtig? Kann mal jemand nicken oder Kopfschütteln? Gut. Genau, das heißt, da hat man dann irgendwie diese Datenstrukturen, ja, man kann irgendwie wissen, man kann das Ding irgendwie aufbauen, okay, klar, man kann auch rausfinden, wie groß das Ding ist. Interessant sind dann diese Operationen Insert, man kann also ein neues Element einfügen mit einem bestimmten Key und man kann das Minimum rausfinden und man kann das Minimum auch entfernen. Das soll natürlich irgendwie schnell gehen, ja. Was adressierbare Prioritätslisten jetzt noch hinzufügen, ist, dass wir Elemente aus dieser Prioritätsliste noch verändern können. Und dafür müssen sie adressierbar sein. Ja, ich muss sagen können, okay, ich hätte gerne dieses Element und möchte daran was verändern. Zum Beispiel kann man da unterstützen Remove. Ja, ich möchte gerne dieses Element entfernen. Und das muss nicht zwingendermaßen das Element sein, was gerade ganz oben in der Prioritätsliste ist.
Decrease Key. Das, ja, hier steht so in der Assertion, ja, dass ich mache Decrease Key, gebe ihm ein Handle, also irgendwas, was das Objekt in der Prioritätsliste identifiziert und adressiert, und einen neuen Key, den dieses Element kriegen soll. Sage, okay, das muss aber nur funktionieren, wenn der aktuelle Key wirklich größer ist als das neue, was ich da jetzt reingebe. Das funktioniert in manchen Datenstrukturen sonst nicht mehr. Und dann soll bitte der Key von diesem Element auf das gesetzt werden, was ich dem jetzt übergebe. Und außerdem, was man vielleicht manchmal noch möchte, ist so ein Merge. Ja? Das heißt, ich habe zwei Prioritätslisten und ich hätte gerne eine neue Prioritätsliste, in der die Elemente aus diesen beiden drin sind. Genau, wie gerade schon gesagt, Dijkstras Algorithmus ist so ein typisches Beispiel, wo man Prioritätslisten für benutzt. Da gucken wir uns auch das, was da theoretisch sehr gut ist, gucken wir uns heute auch an, die Datenstruktur. Es wird dann später in der Vorlesung noch ein Kapitel geben, wo ein bisschen genauer angeguckt wird, was man da noch anderes an Prioritätslisten benutzen kann, weil zumindest in der Praxis diese Fibonacci-Heaps, die wir uns heute angucken werden, nicht so gut funktioniert. Man braucht für minimale Spannbäume, im Janik-Prim-Algorithmus braucht man Prioritätslisten, der war auch in Algo 1 dran. Bei unserem Lehrstuhl gibt es dann zum Beispiel Routenplanungsalgorithmen, die ein bisschen Anfragen schneller beantworten können als Dijkstra und dafür aber so Vorberechnungen machen müssen, wo dann Knoten ausgewählt werden, die irgendwie aus dem Graphen entfernt werden. Und dafür braucht man dann auch wieder Prioritätslisten. In der Graphpartitionierung, das ist so ein Anwendungsfall, da hat man einen Graphen und möchte den in Blöcke unterteilen, die dann irgendwie parallel abgearbeitet werden können oder sowas. Und dann sollen bitte möglichst wenig Kanten zwischen den Blöcken hin und her laufen. Und da hat man dann so eine lokale Suche, wo man einen Knoten nimmt und guckt, in welchen Block man den am besten verschiebt. Und auch da benutzt man Prioritätslisten, um den Block rauszufinden, der am geeignetsten ist. Und dann steht hier noch das Beispiel Disscheduling. Da kann ich leider nicht so viel zu sagen, den Anwendungsfall kenne ich nämlich leider nicht. Und allgemein ist das halt irgendwie jede Menge Greedy-Algorithmen, bei denen man sich irgendwie ein bestimmtes, ja, bei Greedy-Algorithmen nimmt man immer ein Element mit irgendwie der höchsten Priorität jetzt gerade, das, was gerade am besten passt, lokal. Und da eignen sich Prioritätslisten halt auch, wenn sich die Prioritäten irgendwie ändern. Und bei manchen Prioritätslisten darf das dann nur in irgendeinem bestimmten begrenzten Maße sich ändern. So, was wir dafür verwenden werden als grundlegende Datenstruktur, ist ein Wald heap-geordneter Bäume. Wer weiß noch, was heap-geordnet heißt? Also die Heap-Eigenschaft? Will es jemand sagen? Irgendwer? Okay. Die Heap-Eigenschaft, ich bin mir sicher, es kennen noch wissen noch einige, aber ich weiß, man will sich in der Vorlesung nicht melden. Die Heap-Eigenschaft sagt, also in einem Heap-Baum muss die Wurzel eines Teilbaumes immer größer sein als alles, was drunter kommt. Ja, also wenn wir jetzt hier in diesem Beispiel das Element A haben, A muss einen größeren Schlüssel haben, oder einen kleineren, Entschuldigung, wir machen Min-Heaps, einen kleineren. Also A muss einen kleineren Schlüssel haben als F, C und B. Und C muss einen kleineren Schlüssel haben als H und I. Aber es gibt jetzt keinerlei Ordnung zwischen F, C und B oder sowas. Weil die auf einer Ebene sind, ja. Und transitiv bedeutet das natürlich auch, dass H und I größer sind als A. Und in Algo 1 gab es dafür dann diese binären Heaps. Ja, das waren dann irgendwie so implizit, so Binärbäume, die irgendwie implizit in so einem Array gespeichert wurden, wo man dann sowas hatte wie, ja, okay, das Kind von einem Element an Stelle I steht irgendwie an Stelle 2 mal I und 2 mal I plus 1. Heute werden wir uns mit Heaps beschäftigen, wo wir diese Baumdatenstruktur einfach explizit haben. Was ist der Unterschied von dieser Struktur zu diesen Binary Heaps? Na, wir haben erstmal nicht nur einen Baum, in dem wir unsere Elemente speichern, sondern wir haben einen ganzen Wald. Und Wald ist einfach definiert als eine Menge an Bäumen. Und außerdem ist das ganze Ding nicht mehr binär, ja, wie man an einem Baum mit Wurzel A sieht, sondern der hat jetzt beliebigen Grad. Also ein Knoten kann auch mehrere Kinder haben. Und daraus bauen wir uns jetzt Heaps. Da gucken wir uns, brauchen wir im Laufe der weiteren Vorlesung unter anderem diese zwei verschiedenen Operationen. Zum einen Cut. Das heißt, wenn wir einen Baum haben und darunter noch so einen Teilbaum und den identifizieren wir halt über seine Wurzel und den wollen wir rausschneiden aus diesem Baum, dann entfernen wir den aus dem anderen Baum und fügen ihn als neuen Baum
unseren Wald hinzu. Also hinterher haben wir statt diesem großen Baum auf linken Seite diesen immer noch recht großen Baum und einen kleineren, den wir da unten rausgeschnitten haben. Und das kann man einfach machen, indem man irgendwie diesem Wurzelknoten von dem Teilbaum sagt, dein Parent ist jetzt null oder sowas und fügt ihn in irgendeine Datenstruktur rein, wo man alle seine Bäume im Wald verwaltet. Und dann ging es die Link-Operation. Da verknüpft man also zwei Bäume hier mit Wurzel A und B. Und jetzt nehmen wir uns den kleineren dieser beiden Bäume, also in der Union-Operation nehmen wir uns den Baum, der bei dem die Wurzel den kleinsten Key hat. Ja, also hier sagen wir, A ist kleiner als B. Und dann hängen wir B einfach als Kind von A unten dran. Und dann sollte klar sein, das Ding erfüllt immer noch die Hiebeigenschaft, ja? Weil B ist kleiner als A und alles, was unterhalb von B ist, ist auch kleiner als B. Weil dieser Baum B mit Wurzel B auch schon die Hiebeigenschaft erfüllen musste. So, und daraus bauen wir jetzt als erstes mal Pairing Heaps. Paarungshaufen steht da noch mit vielen Fragezeichen. Zum Glück nennen wir die Sachen auf Englisch und nicht auf Deutsch. Genau, was können wir da? Ja, wir wollen jetzt irgendwie diese verschiedenen Operationen, die wir haben, also Insert, Delete Min und Decrease Key vor allem. Das sind die interessanten Operationen, die wir auf so einem Heap haben wollen. So, wie funktioniert ein Insert? Achso, da unten steht noch so ein Kommentar. Was wir hier vorstellen werden, ist eine Variante von Pairing Heaps aus Professor Sanders Buch. Und zwar die Variante, was steht da jetzt, aus der englischen Auflage, genau. Also es gibt irgendwie mehrere Auflagen von diesem Buch, falls jemand von euch dieses Buch gucken möchte, um damit zu lernen und dann vielleicht ein bisschen verwirrt ist. In der englischen Auflage wird jetzt genau diese Variante, die wir hier betrachten, betrachtet. Und in der deutschen zweiten Auflage wird ein bisschen eine abgewandelte Version von Pairing Heaps betrachtet, die dann aber auch besser analysierbare Garantien geben wird. Diese Pairing Heaps sind nämlich in der Praxis ganz gut, aber die Analyse ist ein bisschen schwierig und nicht ganz klar, was da wirklich passiert, was da wirklich rauskommt. Genau, aber nichtsdestotrotz gucken wir die uns jetzt an und gucken uns dann hinterher deutlich schöner analysierbare Heaps an. Genau, also Insert Item, ja, wir haben ein neues Item und das identifizieren wir uns über so ein Handle. Also stellt euch das irgendwie vor als eine Datenstruktur, die so aussieht, wie sie halt im Heap benutzt wird. Ja, das ist also irgendwie ein Baumknoten und der hat einen Parent und so und vielleicht auch noch Children. Wir gucken uns hinterher genau an, wie das aussieht. Wir haben also wie die Datenstruktur dafür aussieht. Und dieses Handle ist im Grunde genommen ein Pointer darauf. Ja? Und was dann gemacht wird, ist, es wird ein neuer Baum eingefügt. Ja? Insert Item ist einfach nur ein neuer Baum für genau dieses Handle. Und was macht neuer New Tree? New Tree fügt dem Wald einfach dieses neue Element hinzu als neuen Baum. Also in diesem Beispiel dieses Element E, wo H dran steht. Ja, das, also dieses Handle ist das Element E da vorne. Und dann muss noch geguckt werden, naja, wir wollen immer so einen Pointer aufrechterhalten, der immer auf das aktuell kleinste Element in unserem Heap zeigen wird, damit wir hinterher effizient das kleinste Element ausgeben können. Okay, das heißt also, naja, wir fügen das Ding halt dem Wald hinzu und dann gucken wir noch, ob sein Key kleiner ist als der aktuelle Min-Pointer. Und wenn ja, na, dann setzen wir halt den Min-Pointer auf dieses neue Element. Soweit so einfach. Genau, Decrease Key ist auch noch nicht so kompliziert. Der kompliziertere Teil, kommt nämlich der Teil, wo Arbeit gemacht wird, kommt nämlich erst im Delete Min. Genau, was bei Decrease Key gemacht wird, ist, ja, wir kriegen wieder ein Handle und einen neuen Key, den wir gerne, und wir möchten gerne den Key von diesem Handle updaten auf diesen neuen Key. Na, das setzen wir also einfach darauf. Was jetzt sein kann, ja, jetzt hat sich irgendwie der Key von diesem Element verkleinert und jetzt können wir also nicht mehr garantieren, dass der Baum, in dem dieses Element drin war, die Hiebeigenschaft erfüllt. Der Key hat sich verkleinert, alles was drüber ist, könnte irgendwie größer sein. Ja, was machen wir? Wir gucken, okay, ist dieses Element eine Wurzel? Weil wenn es eine Wurzel ist, dann müssen wir nichts mehr machen. Wenn es keine Wurzel ist, dann schneiden wir es aus seinem Baum raus. Was bedeutet rausschneiden? Naja, wir entfernen den gesamten Teilbaum, dessen Wurzel H ist, und fügen das als neuen Teilbaum in unseren Wald ein.
Genau, und dabei wird dann natürlich auch der Min-Pointer geupdatet. Also es ist hier im Pseudocode irgendwie, entweder es wird in New Tree gemacht, weil wenn wir uns auf Folie vorher gucken, in New Tree wird der Min-Pointer geupdatet. Und wenn wir das New Tree nicht aufrufen, dann könnte es ja aber auch sein, dass der Key von H jetzt der kleinste Key in unserer Datenstruktur ist. Das heißt, da müssen wir auch einfach nochmal einmal kurz einen Vergleich machen. Ist das jetzt das neue Minimum? Wenn ja, updatet diesen Pointer. So, und jetzt kommt der interessante Teil, nämlich das Delete-Min. Und hier passiert im Grunde genommen die Arbeit, die dann in abgefahrenen Analysen dazu führt, dass das einigermaßen, also dass das ganz schnell ist. Und zwar, ja, Delete-Min returnt ein Handle. Was machen wir? Naja, wir holen uns erstmal dieses Element, wo der Min-Pointer gerade drauf zeigt, und entfernen das erstmal aus unserem Wald. Und wir wissen, das ist eine Root, ja? Weil das kleinste Element kann nicht unterhalb von irgendeinem anderen Baum sein. Das heißt, der Min-Pointer, der wird immer auf die Wurzel von irgendeinem Baum zeigen. Und was wir jetzt machen müssen, jetzt haben wir da irgendwie die Wurzel von einem Baum entfernt, naja, und dann fügen wir halt einfach alle Kinder von diesem Baum als neue, also alle Kinder, alle Teilbäume, die unter Kindern von diesem Knoten hängen, fügen wir als neue Teilbäume, als Neubäume in unsere Datenstruktur ein. Und dann müssen wir so eine paarweise Vereinigung dieser Wurzeln machen. Und wie das jetzt in dieser Variante funktioniert, und das ist nämlich der Teil, in der sich die beiden Varianten im Buch unterscheiden. In dieser Variante funktioniert das so, dass die Bäume alle genommen werden und in irgendeiner Reihenfolge betrachtet werden und dann werden immer zwei nebeneinander liegende werden miteinander vereinigt. Und das passiert nicht irgendwie mehrmals oder sonst was, das wird jetzt einmal gemacht. Ja? Also wir haben jetzt diese Bäume B, A, C, D, F, E, G. Ja, und die sind irgendwie alphabetisch geordnet. Ja, so könnt ihr euch vorstellen, wie da die Ordnung zwischen denen sein soll. Das heißt, es werden B und A miteinander vereinigt. Naja, B ist größer als A, also wird B unter A gehängt. Das gleiche mit C und D und das gleiche mit E und F. Und hinterher sieht das dann also aus wie auf der rechten Seite. Ja? Nach der Delete-Min-Operation, also nach der Delete-Min-Operation wurde jetzt noch irgendein Element entfernt. Das sehen wir hier nicht. Das ist im Grunde dann der Zustand nach dieser Leine, nach dieser Zeile for each child h auf m do new tree h. Ja? Das ist diese Stelle. Und hinterher sieht dann unser Heap so aus und da können wir dann weiter drauf arbeiten. Genau, und Merge ist relativ simpel. Ja? Bei Merge werden irgendwie einfach mit der Min-Pointer geupdatet. Ja? Wir haben zwei Heaps und möchten gerne einen Heap aus diesen beiden Heaps bauen. Und dann gucken wir, welcher von beiden Heaps hat den kleineren Min-Pointer. Den jeweiligen übernehmen wir. Und außerdem vereinigen wir noch die beiden Wälder dieser beiden Heaps. Und wenn wir die Wälder einfach in einer doppelt verketteten Liste oder sowas handhaben, dann geht das auch einfach in O von 1. Ja? Genau, und danach setzen wir irgendwie noch von der anderen Priority Queue den Forest auf die leere Menge, aber damit wir nicht zwei Kopien von dem Ding haben. So, wie repräsentieren wir das Ganze jetzt? Es gibt hier im Grunde genommen zwei Varianten. Die eine spart ein bisschen Platz, ist dafür leicht komplizierter. Im Grunde genommen, wir haben irgendwelche Daten, ja, in denen halt die Elemente, die wir in unserem Heap wirklich speichern wollen, enthalten sind. Und zusätzlich haben wir noch so ein paar Pointer. Nämlich einmal einen Pointer, der zeigt auf den Parent. Einmal einen Pointer, der zeigt auf das linke das linke Geschwister, ja, also wenn ein Knoten hat ja mehrere Kinder und wir verknüpfen diese ganzen Kinder miteinander. Also das linke und rechte Geschwister und ein Child. Ja, und diese Pointer auf die linken und rechten Geschwister brauchen wir einfach deshalb, weil ansonsten müsste der Parent einfach einen Haufen Pointer irgendwie auf seine Kinder haben. Das haben wir hier nicht, sondern wir haben immer nur einen Pointer auf die Kinder. Und wenn wir uns das überlegen, was für Operationen müssen wir denn darauf unterstützen? Naja, wir hatten hier irgendwie das Einzige, was wir jemals daran verändert haben, war das Union und das Cut. Naja, genau, unten rechts ist hier so ein Beispiel, wie das dann aussehen würde. Naja, wie würde ein Union aussehen? Wir fügen einfach den Wurzelknoten von dem einen Baum in diese verkettete Liste an Kindern von einem anderen Baum ran. Ja? Und dann haben wir ein Union gemacht. Dann ist er jetzt ein Kind von dem vorherigen Knoten und sein Parent-Pointer setzen wir auch. Und Cut ist auch relativ einfach, weil ein Cut ist im Grunde genommen einfach nur ein Entfernen von einem Knoten aus einer doppelt verketteten Liste.
Wir nehmen einen Knoten, ja, wenn wir hier in der ersten Ebene, da wo drei Knoten drin sind, den mittleren rauslöschen wollen, dann setzen wir einfach, gucken wir uns den Left und Right Sibling Pointer an und setzen die Pointer und lassen den sozusagen dieses Element da überspringen. Doppelte verkettete Listen sollte er schon mal gesehen haben. Bisschen advanceder geht's, indem wir uns diesen Parent Pointer sparen. Und zwar indem einfach nur eins von den Elementen überhaupt einen Parent Pointer speichert. Und alle anderen speichern sich, sind dieser doppelt verkettete Liste. Ja? Dann hat einfach das ganz linkeste Kind hat einen Parent Pointer. Und das Praktische daran ist, wir müssen ja eigentlich in dem Pairing Heap müssen wir nie auf den Parent effizient zugreifen müssen. Das heißt, das reicht einfach, ja. Genau, und ein Kind speichern wir uns immer noch im Parent. Genau. Die Analyse davon, die machen wir hier jetzt nicht. Das ist nur der Vollständigkeit halber, damit ihr mal seht, damit ich euch zumindest sagen kann, was für eine Laufzeit das hat. Die Beweise machen wir hier nicht. Wir machen gleich Beweise für eine deutlich schönere Datenstruktur. Insert und Merge können wir in O von 1 machen. Delete Min und Remove laufen amortisiert in O von Log N. Und das Decrease Key ist halt so ein bisschen unklar. Ja? Das liegt irgendwo zwischen Log Log N und Log N amortisiert. Was man auf jeden Fall sagen kann, das ist in der Praxis halt sehr schnell. So. Das wäre es dann auch zu Pairing Heaps. Gleich kommen dann diese Fibonacci Heaps, aber jetzt erstmal gibt es dazu eine Frage. Ja. Ja, genau. Habe ich mir auch vorhin gedacht, habe ich auch nochmal drüber geredet. Da wird einfach ein Teil der amortisierten Analyse von Decrease Key wird nach da oben geschoben, ja, weil die natürlich irgendwie miteinander zusammenhängen, Elemente entfernen und Decrease Key. Man kann irgendwie die Arbeit vom einen im anderen machen und wenn man da irgendwie dann in seiner amortisierten Analyse sagt, okay, ich zahle hier nochmal Log N und dafür muss ich dann später beim Decrease Key weniger zahlen, dann kommt man da halt irgendwie auf ein Log N. Wird vielleicht gleich klarer, wenn wir uns angucken, wie eine amortisierte Analyse nach einer Kontomethode funktioniert. Und dann sagt man, erzeugt da irgendwie Token. Ansonsten gleich nochmal fragen. Okay, haben Sie ein Hörproblem oder? Okay. Soll ich das hinstecken? Schön. Okay. Genau. Ansonsten gleich nochmal nach der Vorlesung gerne herkommen, aber ich hoffe, dass es vielleicht gleich mit dem Fibonacci Heaps ein bisschen klarer wird, was man da vielleicht machen kann. Sonst noch Fragen zu den Pairing Heaps? Okay. Genau. Fibonacci Heaps. Was jetzt erstmal irgendwie ein paar Begrifflichkeiten und so die generelle Idee, wie diese Fibonacci Heaps funktionieren. Ist, wir werden oft uns irgendwie auf diesen Rang beziehen von einem Knoten und der Rang von einem Knoten ist die Anzahl direkter Kinder. Ja? Wir werden wieder so einen Wald haben von irgendwelchen Bäumen, die Heap-Eigenschaft erfüllen und der Rang ist die direkte Anzahl Kinder, also nicht irgendwie die gesamte Größe des Baumes, ja, sondern im Grunde genommen, wenn man sagt, das ist halt ein Graph, dann ist das der Grad von diesem Knoten. Wir werden eine sogenannte Vereinigung nach Rang, Union by Rank, wenn ihr das irgendwo anders mal lesen werdet, dann würde das so genannt werden. Und das machen wir immer nur, das heißt, wir vereinigen wieder Bäume, wie wir es auch gerade bei Pairing Heaps gemacht haben, aber immer nur Bäume, die den gleichen Rang haben. Also immer nur Bäume, die gleich viele direkte Kinder haben. Also Wurzeln, die gleich viele direkte Kinder haben. Wir werden Knoten markieren. Und zwar immer dann, wenn ihnen ein Kind entfernt wird. Ja, also immer, wenn wir einen Teilbaum entfernen mit diesem Cut, dann werden wir den Parent von diesem Knoten markieren. Und dann werden wir, das ist nämlich dieser Schritt, weshalb die Analyse dafür schöner wird. Schöner ist gut, aber sie wird zumindest irgendwie machbar. Wir werden immer dann Knoten weiter entfernen. Und wenn wir einen Knoten entfernen und sein Parent schon markiert ist, das bedeutet, ihm wurde schon ein Kind entfernt, dann werden wir den auch entfernen. Und das kann sich irgendwie so hochkaskadieren. Ja? Das sind diese kaskadierenden Schnitte. So, und was wir dann hinterher dafür zeigen werden, ist, das Ding hat eine amortisierte Komplexität von Log N für Delete Min und Remove und O von 1 für alle anderen Operationen.
Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie D, Delete Mints haben und O, andere Operationen und das Maximum, wie groß unser Heap jemals ist, oder ja doch, unser Heap, genau, unsere Priority Queue, das Maximum, wie groß der jemals ist, ist N, dann haben wir irgendwie so eine Laufzeit von O plus D mal log N. So, genau. Die Repräsentation ist im Grunde genommen die gleiche wie eben. Ja, diese Datenstruktur, die explizit den Parent speichert, weil, wie gerade schon gesagt, wir haben irgendwie diese, wir markieren unsere Elternknoten, das heißt, die wollen wir irgendwie effizient anfassen können. Und ansonsten ist alles das gleiche wie eben. Plus halt, wir speichern uns diese Rank, damit wir effizient rausfinden können, wie viele Kinder ein Knoten hat. Und wir haben irgendwie so eine Markierung. Ja, das kann einfach ein Bit sein, wo einfach steht, dieser Knoten ist markiert. Was wir damit machen, sehen wir dann gleich. Insert und Merge funktionieren genauso wie vorher. Das heißt also, Insert ist einfach, füge einen neuen Baum in unsere Heap-Datenstruktur ein, die einfach nur, und dieser Baum besteht einfach nur aus diesem einen Knoten. Daran ändert sich nichts. Und Merge ist immer noch genau das Gleiche. Häng halt, update den Min-Pointer und ansonsten stopft die beiden Wälder von den beiden Heaps zusammen. So. Das Interessante ist jetzt im Grunde genommen einmal das Delete Min. Der erste Teil, die ersten drei Zeilen sind eigentlich auch genau das gleiche wie bei den Pairing Heaps. Und zwar, wir holen uns wieder das Element, auf das der Min-Pointer zeigt. Wir entfernen es aus unserem Wald und fügen alle seine Kinder als neue Bäume in unseren Wald ein. Und was dann gemacht wird, ist, wir suchen nach zwei, also wir suchen so lange nach zwei Bäumen mit gleichem Rang, also mit gleich vielen direkten Kindern, und vereinigen die dann, bis es keine zwei Bäume mehr mit gleichem Rang gibt. Dann sind wir fertig. Wie das genau geht, gucken wir uns gleich noch an. Und dann updatet ihr diesen Min-Pointer. Und was dieses irgendwie so lange vereinigen, bis es gleich viele, also bis es keine zwei Bäume mit gleichem Rang mehr gibt, macht, es ist, reduziert irgendwie die Anzahl der Bäume, die wir haben, auf eine bestimmte Zahl, so viele, wie wir halt gerne hätten. So, wie machen wir dieses Union by Rank? Wir wollen Bäume so lange vereinigen, bis wir keine zwei mit gleichem Rang mehr haben. Wir erstellen uns einen Array, und zwar einen Array mit einem Platz für jeden Rang, der möglich ist. Und was, wie viele Ränge überhaupt möglich sind, werden wir uns gleich angucken. Und dann gehen wir einfach alle Bäume in unserer Datenstruktur durch. Also was hier jetzt irgendwie gemacht wurde, ja, wir haben als erstes mal diese Roots, die sind da unten, B, A, C, D, F, E, G. Und darunter hängen irgendwie noch größere Bäume, ja, also sind irgendwie die Kanten angedeutet, die irgendwie zu den Kindern führen. Und wir fügen jetzt in ein Element immer an den Index in dieses Array ein, entsprechend seinem Rang. Also das Element B wird anstelle 0 eingefügt, weil es hat Rang 0. Das Element A wird an Rang, anstelle 2 eingefügt, weil es hat Rang 2. Das Element C wird an Rang 1 eingefügt, weil es hat Rang 1. So, jetzt kommt Element D. Und das hat auch Rang 0. Und an Stelle 0 in diesem Array steht schon was, nämlich B. Na, jetzt haben wir also zwei Elemente gefunden und die haben gleichen Rang. Was wir dann machen ist, wir vereinigen B und D miteinander und dann landet D unterhalb von B, weil D ist größer als B. So, jetzt hat das ganze Ding aber Rang 1. Ja? Also diese Teildatenstruktur BD hat Rang 1. Weil wir einen Knoten unterhalb von B angefügt haben. Das heißt, es muss jetzt in das nächste Feld in diesem Array. Es hat jetzt Rang 1, also muss es an Index 1 in das Array. Ist aber auch schon belegt, da steht nämlich schon Element C. Das heißt, jetzt wird diese ganze Struktur BD wird unterhalb von, nee, Moment, wie rum ist es? Ja, B ist natürlich kleiner als C. Also die Struktur C und was auch immer da drunter ist, wird angehängt an den Baum, gewurzelt bei B. Dann hat das ganze Ding Rang 2, weil jetzt unterhalb von B hängt sowohl D als auch C. Ja, man sieht das in dem mittleren Bild schon so ein bisschen. Das ganze Ding hat Rang 2, das heißt, es muss ins nächste Feld. Da ist aber schon A. Gleiches Spiel wieder. Diese ganze Struktur, die jetzt gewurzelt bei B ist, wird unterhalb von A gehängt. Und dann wird es an Index 3 geschrieben und der ist endlich frei. Das heißt, wir sind jetzt fertig mit diesem Abarbeiten von dem Element D. Und dann geht es einfach weiter. Ja, dann wird irgendwie F eingefügt und das, da passiert das Gleiche wieder. F wird unterhalb von A gehängt, weil es Rang 3 hat, wie A auch. Und dann werden noch E und G eingefügt, bei denen passiert nichts. Und das geht dann in welcher Zeit? Naja, wir müssen irgendwie auf jeden Fall mal alle Elemente angucken. Also Anzahl Forests ist das auf jeden Fall schon mal in der Laufzeit. Und dann auch Anzahl Unions.
Und das werden wir gleich amortisiert analysieren, wie lange das dauert. Weil im Grunde genommen diese Anzahl Unions können wir wegamortisieren. Also die Unions müssen wir nicht für zahlen und für die Forwards eigentlich auch nicht. Wir müssen im Grunde genommen, ja, wir gucken uns das gleich an. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorgreifen. Und zwar benutzen wir diesen Wert MaxRank. Und der MaxRank ist einfach der maximale Rang, der unserem Baum in unserem Wald vorkommt. Und zwar nachdem wir dieses ganze Union by Rank gemacht haben. Aber wenn wir mit dem hier allen fertig sind, dann ist MaxRank in diesem Beispiel 4, ja? Weil das Element A hat Rang 4. Und sozusagen in diesem MaxRank analysieren wir das Ganze jetzt und gucken dann hinterher noch, wie groß kann MaxRank denn überhaupt werden. So, und das machen wir jetzt mit der analysierten Analyse nach der Kontomethode. Wer weiß noch, was die Kontomethode ist, wie so eine analysierte Analyse funktioniert? Ah, so ein paar halbe Meldungen. Okay, ja, ich habe leider kein Papier mit, also ich benutze meinen Notizblock hier, falls das Ding jetzt auf Anhieb funktioniert. Okay, dann lassen wir das. Okay. Tut mir leid, bin ein bisschen unvorbereitet, weil ich heute Morgen erst erfahren habe, dass ich heute diese Vorlesung übernehmen muss. Als kleines Beispiel, wie die amortisierte Analyse funktioniert hat. Das Beispiel, was man da in Algo 1 wahrscheinlich gemacht hat, waren wachsende Arrays. Wir betrachten jetzt mal nur wachsende. Man kann die auch schrumpfen lassen und die Analyse funktioniert da immer noch. Ja, das heißt, wir haben irgendwie ein Array und da wollen wir Elemente einfügen können, aber wir wissen noch nicht, wie viele. Das heißt, wir können nicht vorher sagen, wie groß soll dieses Array sein. Und was wir dann machen ist, nach dieser Kontomethode ist, wir starten mit einem Array von konstanter Größe, ja, 4 oder was auch immer. Und immer wenn wir ein Element einfügen, dann schreiben wir uns gleichzeitig noch Tokens zu. Und unser Ziel ist es im Grunde genommen hinterher, für Operationen entweder Laufzeit echt, die wir sozusagen als Laufzeit angeben, wenn wir die Operation ausführen, verwenden oder indem wir Tokens dafür verwenden. So, und jedes Mal, wenn wir jetzt ein Element einfügen, dann schreiben wir uns an so ein Element ein Token ran. Und irgendwann werden wir an einem Punkt angekommen sein, in dem das Array voll ist. Ja, wir haben jetzt 4 Elemente eingefügt, wenn unser Array am Anfang Größe 4 hatte und dann passt da kein Element mehr rein. Wenn wir jetzt ein 5. einfügen wollen, haben wir ein Problem. Was müssen wir dann machen? Ja, wir müssen irgendwie ein neues Array allozieren und dann sind da aber noch keine Elemente rein. Das heißt, jetzt müssen wir die ganzen Elemente noch darüber kopieren. Ja, das wäre jetzt halt irgendwie erstmal mit einer normalen Analyse, wenn wir da jetzt an dem Punkt, dass irgendwie diese ersten 4 Inserts waren alle O von 1, die mussten wir einfach nur da reinschreiben und vielleicht irgendwie noch einen Counter updaten, wie viele Elemente gerade in unserem Array drin stehen oder sowas. Aber auf einmal diese 5. Operation hat es auf einmal O von, oder die Enter-Operation hat es auf einmal O von N gedauert, weil wir die ganzen Elemente darüber kopieren wollten. Aber was man sich dann überlegen kann, ist ja, naja, wenn ich jetzt irgendwie 8 Elemente eingefügt habe, dann habe ich irgendwie 8-mal oder 4-mal O von 1 gezahlt, dann 1-mal O von N und dann nochmal und für die nächsten 4 wieder O von 1. Und insgesamt habe ich irgendwie sozusagen, 4 einzelne einfügen, 4-mal kopieren und dann nochmal 4-mal einfügen, ich habe irgendwie 8 gezahlt. Und wenn man das Ganze dann erweitert auf nochmal das Ganze verdoppeln, dann habe ich irgendwie nur zwischendurch nochmal 8 gezahlt für die ganzen 8, die ich vorher umsonst gemacht habe. Und irgendwie stelle ich dann fest, ja, ich habe irgendwie für n Inserts habe ich immer irgendwie sowas wie 2-mal n oder sowas gezahlt. Und im Grunde genommen schreibt man sich jetzt jedes Mal an so ein Element, wenn man es einfügt, einen Token. Und das kann man dann hinterher zahlen, wenn man dieses Array verdoppelt, dann kann man sozusagen für jedes Element hat man das Token rangeschrieben und wenn man es rüber kopiert hat, dann gibt man das Token dafür aus. Ja, das war dann irgendwie so die Idee. Man muss wahrscheinlich 2 Tokens ranschreiben, damit es funktioniert. Aber sozusagen ein Element kopieren kostet dann 1 Token und wir sind nie ins Minus geraten. Tut mir leid, dass ich jetzt irgendwie das nicht aufmalen kann. Das wäre irgendwie schöner gewesen. Wir machen jetzt gleich nochmal, wie das hier funktioniert. Genau, das heißt, was machen wir jetzt? Was wir immer haben werden, das werden wir auch in der nächsten Operation aufrechterhalten, ist, wir werden immer 1 Token an jeder Wurzel in unserem Baum haben.
Das heißt, immer wenn wir ein Element einfügen, das kostet O von 1 und da können wir uns irgendwie noch ein Token gut schreiben. Ja, ein Token ist eine O von 1 Operation sozusagen. Und wir werden sicherstellen, dass an jeder Wurzel immer ein Token dran steht. So, was wissen wir jetzt? Naja, wir wissen, wenn wir Delete Min machen, dann entfernen wir das Element mit minimaler Anzahl, mit minimalem Key und fügen die ganzen Kinder als neue Elemente rein. Ja, wie viele sind das? Naja, weniger als MaxRank offensichtlich, ja, weil MaxRank war definiert als der maximale Rang, der vorkommen kann. Mehr können es nicht sein. Genau, und was wir jetzt also zahlen werden, ist für diese Operationen, werden wir gleich sehen, wir werden nicht mehr zahlen als O von MaxRank. Und zwar wofür? Wir werden die Bäume neu einfügen und wir werden uns ein paar Tokens erstellen. Und zwar wie? Naja, wir werden Tokens zahlen, jedes Mal für dieses Union by Rank. Und wir werden Tokens, also wir werden immer ein Token verwenden, um ein Element anzugucken und eventuell noch, um es mit irgendwas zu unionen. Ja? Also in diesem Beispiel hier, ja, wir müssen irgendwie diese ganzen Elemente durchlaufen. Das kostet uns halt jedes Mal was und das können ja im Allgemeinen natürlich mehr als MaxRank viele sein, weil das MaxRank ist ja irgendwie definiert als maximaler Rang nach dem Union by Rank. Das kann ja vorher 4 mehr Elemente sein. Wie wir hier sehen, das sind irgendwie 7 Elemente. MaxRank ist hinterher 4. Aber wir gehen davon aus, an denen stehen überall Tokens. Und jedes Mal, wenn wir die angucken oder wenn wir sie union, das ist im Grunde genommen ein Token, der einmal zum Angucken, einmal für ein Union verwendet werden kann, verbrauchen wir das. Und zwar beim Union immer das von dem Teilbaum, der sozusagen verliert. Also der unten dran gehängt wird. Weil dadurch stellen wir sicher, dass die Wurzel immer noch irgendwie was übrig hat, immer noch diese Union-Operation übrig hat. Ja, und hinterher haben dann irgendwie alle Wurzeln immer noch ihre Tokens. Und wir haben insgesamt nur von MaxRank-Tokens also Tokens erzeugt, nämlich um diese ganzen neuen Wurzeln in den Baum einzufügen. Genau, ich glaube, in der Vorlesung ist es gar nicht vorgesehen, dass wir das so viel genauer machen. Nächsten Dienstag wird dann die Übung dazu sein, da werden wir uns nochmal ein Beispiel angucken, wo das genauer durchgegangen wird. Ja, also die Idee ist im Grunde genommen einfach, alle Wurzeln haben einen Token und wir brauchen nur die Tokens, die an den Wurzeln dran stehen. Und erzeugen halt für jede neue Wurzel, die wir in den Baum einfügen, erzeugen wir eine neue Wurzel. Genau. Und am Ende gibt es natürlich kleiner gleich MaxRank Wurzeln, weil das ist genau das, was wir gemacht haben. Es kann von keinem Rank mehrere geben, weil das macht das Union by Rank, das verhindert, dass es von irgendeinem Rank mehrere Wurzeln geben kann. Ja, und damit gibt es natürlich maximal MaxRank viele Wurzeln. So, und ja, ich habe irgendwie vorher schon gesagt, dass Decrease Key jetzt amortisiert in O von Log N läuft. Und da ich gerade auch gesagt habe, das läuft irgendwie in O von MaxRank, bedeutet das scheinbar, dass MaxRank logarithmisch ist. Und das werden wir uns jetzt angucken, warum das so ist. Und zwar gucken wir uns dafür erstmal diese Binomialbäume an. Und hier steht irgendwie, okay, wir stellen uns vor, wir machen 2 hoch K Inserts und dann ein Delete Min. Und dann haben wir irgendwie einen Rank von K. Was das Delete Min dabei soll, ist im Grunde genommen einfach, das Union by Rank wird nur dann ausgeführt, wenn ein Delete Min aufgerufen wird. Ja, warum ist das so? Na, wir können uns ja einfach mal angucken, was da passiert. Ja? Wir werden irgendwie ein Element in unsere Datenstruktur da reintun, das kommt an Stelle 0. Und dann tun wir ein weiteres hinzu und daraus entsteht dann ein Baum mit Rang 1 und da sind offensichtlich 2 Elemente drin. Ja, und wenn wir 2 Bäume mit Rang 1 miteinander verknüpfen, dann entsteht ein neuer Baum von Rang 2 und da sind 4 Elemente drin. Und dann verknüpfen wir irgendwann wieder 2 Bäume mit Rang 2 und da sind dann wieder doppelt so viele Elemente drin und der Rang ist um 1 gestiegen. Ja, das heißt, dann haben wir irgendwie diese Bäume, die nennt man Binomialbäume und die haben halt genau diese Struktur, dass da irgendwie immer Teilbäume von allen verschiedenen Rängen darunter enthalten sind. So, und es gibt dann auch irgendwie Prioritätslisten, die irgendwie nur auf dieser Idee von Binomialbäumen basieren. Die haben dann auch irgendwie so ein Decrease Key in O von Log N. Aber das Problem ist, wenn man da Teilbäume rausschneidet, wenn ich jetzt irgendwie von dem B5 da die ganzen Kinder oder die ganzen Kindeskinder rausschneide, dann habe ich irgendwie
einen kleinen Baum, in dem nämlich nur ziemlich wenig Knoten drin sind, der aber einen ziemlich hohen Rang hat. Und das ist problematisch und das beheben eben diese Fibonacci-Heaps mithilfe dieser sogenannten kaskadierenden Schnitte. Das heißt, wenn wir jetzt Decrease Key machen, dann setzen wir den Key von dem Element auf K und dann kommt halt nicht nur ein normaler Schnitt, wie bei den Pairing-Heaps, sondern jetzt kommt so ein Cascading-Cut. Und was das bedeutet ist, wir nehmen, so was haben wir hier verringert, dieses Element 8, ja. Wir holen uns erstmal den Parent von diesem Element und dann schneiden wir es raus und das könnte irgendwie noch eine Markierung gehabt haben von vorher. Die Markierung entfernen wir. Und dann schneiden wir auf jeden Fall mal dieses Element 8 aus dem Baum raus. Und was wir dann machen ist, wir markieren sein Parent, wenn er noch nicht markiert war. Ja, das ist diese Stelle, if p ist marked, dann, der ist jetzt noch nicht markiert, ja, also else mark p und dann passiert erstmal nichts. So, wenn jetzt aber der Parent davon schon markiert ist, dann cutten wir den wieder. Und das sieht man hoffentlich, das kann rekursiv so weitergehen, ja? Also ich entferne ein Element, sein Parent ist schon markiert, dann muss der auch entfernt werden. Sein Parent ist auch wieder markiert, der muss auch entfernt werden. Das machen wir so lange, bis wir einen Parent von einem Knoten gefunden haben, den wir entfernen, also von einem Teilbaum, den wir entfernen, gefunden haben, der noch nicht markiert ist. Und erst dann hören wir auf und markieren den. Das ist im Grunde genommen der ganze Trick. Jetzt wollen wir das analysieren. Wir bleiben immer noch dabei, ja, das brauchten wir eben schon für das Delete-Min. Jede Wurzel muss ein Token haben. Dabei müssen wir bleiben. Dafür müssen wir also auch sorgen, wenn wir diese Cascading Cuts machen. Da entfernen wir immer mehr Knoten und wir wissen eigentlich, nicht so ganz, wie viele es werden. Ja, das kann sich irgendwie weiter hochkaskadieren, aber jede Wurzel, die wir hinterher in den Baum einfügen durch diese Cascading Cuts, muss einen Token haben. Was wir außerdem machen ist, wir werden dafür sorgen, dass an jedem markierten Knoten zwei Tokens dran stehen, die wir hinterher ausgeben können. So, jetzt machen wir also einen Decrease Key und wir haben überhalb von diesem Decrease Key, also überhalb von dem Element, auf dem wir den Key verringern, haben wir k konsekutive markierte Knoten, weil denen schon Kinder entfernt wurden. Und das wollen wir jetzt analysieren, was dann passiert. Dabei werden also offensichtlich, wir haben jetzt zwei K-Token, die wir irgendwie verwenden können. Ja, es wurden K-markierte Knoten entfernt. Wir haben vorher gesagt, wir werden dafür sorgen, dass an jedem markierten Knoten zwei Tokens sind. Also haben wir zwei K-Tokens zur Verfügung. So, was müssen wir ausgeben? Ja, das sind jetzt die roten Dinger. Das ist im Grunde genommen das, was wir zahlen müssen. Ja, wir müssen einen Knoten markieren und es wird nur ein Knoten markiert, ja, weil es gab immer nur, entweder es wird weiter eine Rekursion gemacht oder es wird etwas markiert. Also in jeder Decrease-Key-Operation wird nur ein neuer Knoten markiert. Dafür müssen wir also zwei Tokens ausgeben, zwei Tokens für eine neue Markierung setzen. Gut, und was müssen wir noch? Wir müssen jetzt noch ein paar Operationen ausführen. Und zwar, wir müssen einmal diese ganzen K schon markierten Knoten, an denen wir jetzt vorbeikommen, die müssen wir cutten und neu einfügen. Damit werden sie dann Wurzeln und brauchen ein Token. Das heißt also, wir müssen denen eins von unseren Token geben, was wir haben. Und die plus 1 kommt daher, weil wir das Element, auf das wir Decrease Key ausführen, das wird auch zur Wurzel. Das heißt, jetzt haben wir K plus 1 Token, um diese ganzen neuen Knoten mit Wurzeln auszustatten. Und außerdem geben wir noch K plus 1 Token aus, um diese Teilbäume überhaupt aus dem Baum zu entfernen. Ja, wir müssen K plus 1 Schnitte machen und für jeden dieser Schnitte müssen wir ein neues Token an diese Wurzel setzen. Ja, was haben wir jetzt? Wir haben irgendwie zwei Token für die neuen Markierungen. Die müssen wir zahlen. Dann K von diesen neuen Token, die wir an die Wurzeln setzen, zahlen wir über K von den Token, die da frei werden. Und auch K-Token von den Schnitten zahlen wir auch dafür. Und dann bleiben wir irgendwie übrig, ja. Also 2 plus K plus 1 plus K plus 1 minus die 2, die wir schon gratis haben. Die liegen schon in unserer Datenstruktur sozusagen vor, wenn man das so formulieren will. Bleiben noch 4 übrig. Naja, also haben wir 4 Tokens plus O von 1. Ja gut, dann sagen wir halt einfach, das sind konstant viele. 4 ist nicht abhängig von N oder sonst was. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Decrease Key machen, dann müssen wir 4 Token dafür ausgeben. Und das war's, das ist konstant 4.
Genau, und damit hat dann also Decrease Key eine amortisierte Komplexität von O von 1, obwohl wir im Grunde genommen mehr Arbeit gemacht haben. Und ohne jetzt diese Analyse für die Pairing Heaps im Detail zu kennen, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, kann man ja sozusagen sagen, dass man ja trotzdem in dieser Operation, die da irgendwie mit Log N angegeben war, obwohl sie nach Log 1 aussah, kann man ja trotzdem Log N Token erzeugen, um die hinterher zu verwenden. Muss ich jetzt aber sagen, ohne die Analyse jetzt im Detail zu kennen. Genau. Und jetzt im Grunde genommen kommt der Grund, warum die Dinger Fibonacci-Heaps heißen. Das verwenden wir nämlich jetzt diese Fibonacci-Zahlen. Mal zur Erinnerung, das war irgendwie auch so ein klassisches Beispiel, um mal Rekursionen zu erklären oder sowas, auch wenn man das nicht mit Rekursion machen sollte. Fibonacci-Zahlen waren irgendwie, die erste Fibonacci-Zahl ist 0, die zweite Fibonacci-Zahl ist 1 und die ite Fibonacci-Zahl ist die i-1te Fibonacci-Zahl plus die i-2te Fibonacci-Zahl. Und vielleicht kennt ihr es, dass sie mit 1, 1 anfangen oder sonst was, aber ne, das verschiebt alles nur irgendwie um 1 nach vorne oder hinten. Und was irgendwie bekannt ist, ist, dass die i plus 1 Fibonacci-Zahl größer gleich 1,618 hoch i ist. Das kann man einfach über Induktion zeigen. Der wichtige Fakt hierbei ist nur, dass es irgendwie exponentiell in i. Und das werden wir gleich ausnutzen, ja? Weil wir jetzt gleich irgendwie feststellen werden, dass diese ein Baum mit Rang i im Grunde genommen exponentiell viele Knoten enthält. Und damit brauchen wir dann also nur logarithmisch viele Ränge. Naja, weil exponentiell und logarithmisch sich irgendwie gegenseitig aufheben halt, ja. Genau. Oh, genau, da steht es ja auch. Wir zeigen, ein Teilbaum mit Wurzel v, wobei v Rang i hat, hat mindestens i plus zweite Fibonacci-Zahl viele Elemente, das heißt 1,618 hoch i plus zwei Elemente. Und das bedeutet dann wiederum, dass wir darin viele Elemente unterbringen können und wir dann am Ende eine logarithmische Zeit für Delete Min haben, was ja in Max Rank war. Ja, also Delete Min hat eine Laufzeit O von Max Rank. So, wie zeigen wir das? Wir betrachten jetzt den Zeitpunkt, zu dem ein Kind WJ an einen Elternknoten V hinzugefügt wurde. Also WJ ist das J-te Kind. Ja? Also V hatte schon J-1 Kinder. Und jetzt wird das Element WJ hinzugefügt. Was wir jetzt wissen, ist, dass V und J gleichen Rang hatten. Und wir wissen außerdem, dass V und J Rang größer gleich J-1 haben, weil WJ das J-te Kind ist. Das heißt also, V hatte vorher schon J-1 Kinder. Die werden nur dann miteinander vereinigt, wenn sie gleich viele Kinder haben, wenn sie gleichen Rang haben. Das heißt, auch WJ hat Rang J-1. Außerdem wissen wir, wir haben diese kaskadierenden Schnitte. Das heißt, WJ hat höchstens ein Kind verloren, seit es da eingefügt wurde. Weil wenn es noch ein zweites Kind verloren hätte, dann wäre es bei diesem Verlieren des zweiten Kindes schon markiert gewesen und wäre über den kaskadierenden Schnitt als neuer Baum in unsere Datenstruktur eingefügt worden. Wäre unterhalb von V abgeschnitten gewesen. Gut, also es hatte vorher J-1 Kinder, das heißt, jetzt hat es mindestens J-2 Kinder. So, und jetzt ist SI eine untere Schranke für die Anzahl von Knoten, die in einem Baum mit Wurzel von Rang I drin sind. Ja gut, dann gehen wir das mal durch. Also wie viele Knoten sind mindestens, also untere Schranke in einem Baum mit einer Wurzel von Rang 0 drin? Naja, Rang 0 kann irgendwie nur ein Knoten sein, der hat keine Kinder, also einer. Wenn wir Rang 1 haben, dann hängt unterhalb von einem Knoten noch ein weiterer, das sind also zwei. Und jetzt für i größer als 2 können wir uns überlegen, okay, der hat also Kinder, die irgendwie nacheinander eingefügt wurden und die benennen wir jetzt genauso, ja, W1, W2, W3, W4 und so weiter. Und was wir wissen ist, das haben wir da oben uns überlegt, der Rang von WJ ist mindestens J-2. Was haben wir da also drunter? Ne? Wir haben irgendwie die ersten beiden Kinder, die kriegen wir nicht vernünftig, die müssen mindestens ein Knoten sein, sonst wären sie überhaupt nicht da. Und wir haben ja gesagt, der hat aber Rang i, also die ersten beiden Kinder müssen mindestens einen Knoten drin haben. Und dann kommt
das Element W3. Das Element W3 hat mindestens Rang 3 minus 2, also mindestens Rang 1. W2 auch natürlich. W2 hat auch mindestens Rang 0, genau. Und damit haben wir da also S0. W3 hat mindestens Rang 1, also haben wir hier ein S1 und das addieren wir immer so weiter auf. Ja? Und jetzt kann man auch über eine relativ leichte Induktion, wo man eigentlich nur die letzten beiden Elemente dieser Summe braucht, zeigen, dass jetzt SI größer gleich FI plus 1 ist. Das heißt, wir wissen, die Anzahl der Elemente in einer Wurzel, in einem Baum, bei dem die Wurzel Rang I ist, ist exponentiell in I. Das heißt, wir brauchen nur logarithmisch, also wir haben einen Max-Rank, der logarithmisch in N ist. Weil dieser Baum, ja, nochmal, das ist eine untere Schranke, wir haben mindestens so viele Elemente in diesem Baum drin. Genau. Damit bin ich deutlich schneller fertig, als ich dachte. Gibt es noch Fragen zu den Fibonacci-Heaps? Okay, auch zu dem, zum Delete-Min und dem Decrease-Key gucken wir uns nochmal genauere Beispiele, wo wir uns genau angucken, wo sich da diese Token dieser Konto-Methode bewegen, werden wir uns in der Übung nochmal angucken. Genau, mehr, was gibt es zu Addressable Priority Queues? Wir haben eine untere Schranke von Omega von Log N für Delete-Min. Hier steht es Beweisübung, fällt jemandem ein, wie man das beweisen könnte? Warum Delete Min nicht schneller gehen kann als Log N? Ja? Genau. Um es nochmal zu wiederholen, wir könnten ansonsten schneller als in N Log N sortieren, weil wir im Grunde genommen einfach nur N mal Delete Min aufrufen und wenn jedes einzelne von diesem Delete Min in weniger als Log N gehen würde, dann hätten wir einen Sortieralgorithmus, der in weniger als N Log N läuft. Genau richtig. Worst-Case-Schranken zeigen wir hier jetzt nicht. Was noch drankommen wird in der Vorlesung sind monotone Priority-Queues mit ganzzahligen Schlüsseln. Ja, da kann man also wieder schöne Sachen machen. Ganzzahlige Sachen habt ihr ja in Algo 1 wahrscheinlich auch schon sowas wie Bucket-Sort und Radix-Sort gesehen. Und mit ähnlichen Ideen kann man dann auch für Priority-Queues natürlich arbeiten. Vielleicht nicht natürlich, aber kann man. Genau, und was wir uns jetzt hier nicht angucken, was auch noch ein bisschen offen ist, ist eine saubere Analyse von diesen Pairing-Heaps oder auch eine Vereinfachung von diesen Fibonacci-Heaps, weil es mit diesen Cascading-Cuts und so ist natürlich schon ein bisschen kompliziert. Genau, nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben jetzt zu Datenstrukturen in dieser Folge ist erstmal nur Prioritätswarteschlangen angeguckt. Die werden auch noch weiter vorkommen in dieser Vorlesung im Laufe von Algo 2. Zum Beispiel bei kürzesten Wegen und externen Algorithmen. Aber ansonsten sind Heaps auch, wie hoffentlich einigermaßen am Anfang bei diesen Beispielen, auch wo die bei uns im Lehrstuhl benutzt werden, haben diese Heaps einfach ein großes Anwendungsgebiet und sind einfach wichtig, um bestimmte andere Algorithmen zu unterstützen und damit schneller zu machen. Wir haben auch gelernt, wie wir nicht nur Binärbäume, wie ihr sie wahrscheinlich in Algo 1 kennengelernt habt für die Heaps, ausdrücken können, sondern mit diesen Geschwisterzeigern können wir im Grunde genommen Bäume beliebigen Rang darstellen, ohne irgendwelche komischen riesigen Arrays an Childpointern oder sowas im Parent zu haben oder so. Ja? Können also zumindest, je nachdem, was für Operationen wir brauchen auf unseren Bäumen, nämlich die wir jetzt brauchen für unsere Heaps, können wir also mit diesen Geschwisterpointern darstellen, wo wir diese doppelt verketteten Listen von allen Kindern eines Knotens hatten. Und außerdem haben wir jetzt mal, anders als vielleicht diese wachsenden Arrays, ein nicht ganz so triviales Beispiel für amortisierte Analyse gesehen. Genau, damit bin ich dann jetzt auch schon früher als gedacht am Ende. Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann ist nächste Woche hoffentlich Professor Sanders wieder da für die Vorlesung. Dankeschön. Also